Herzlich willkommen zu Keter Healing. Heute schauen wir uns die DNA-Aktivierung an, die Neukodierung nach Anne Brewer. Dazu gibt es auch ein Buch, die 12 Stränge der DNA. Und wir schauen uns die einzelnen 9 Stufen an, wie das sozusagen abläuft. Das heißt, Stufe 1 ist die Wut loszulassen. Das ist der erste Schritt sozusagen. Ich werde gleich auch anmerken, dass es nicht nach der Reihenfolge abläuft, sondern man kann mit Stufe 5, 3, 4, also es ist egal, es gibt hier keine Reihenfolge. Wichtig ist nur, dass all diese 9 Schritte beinhaltet sind, und das ist natürlich auch ein Ablauf, der über mehrere Monate abläuft sozusagen. Ja, das ist mal die Stufe 1. Die Stufe 2 haben wir, dass wir lernen, den Umgang mit Wut, dass wir das lernen, innerlich zu neutralisieren sozusagen. Dann in der dritten Stufe haben wir das Hellhören. Das heißt, das Hellhören. Und dann vierte Stufe ist das Hellsehen. Hellsehen über das Stirnchakra. Fünfte Stufe haben wir die Integration. Denn immer wenn Veränderungen geschehen, ist natürlich wichtig, das auch zu integrieren, damit das langfristig auch hält, sozusagen. Dann, sechste Stufe, besitze deine Macht. Siebte Stufe haben wir dann, die Illusionen zu beseitigen. Denn jeder Mensch von uns lebt in Illusionen, in verschiedenen Konstrukten, die es gilt im Laufe des Lebens immer mehr loszulassen, um den wahren Kern, das wahre Innere zu erkennen und auch dadurch das Äußere, das Wahre erkennen zu können. Ja, und dann achte Stufe haben wir die Angst loszulassen. Das heißt, wir sehen, es geht hier um Emotionen und um Gefühle. Das heißt, dass wir damit lernen, sozusagen nicht nur zu leben, sondern auf der anderen Seite halt auch das zu neutralisieren. Ja, und dann die 9. Stufe ist die Freiheit von Schuldgefühlen. Das Ganze nennt sich natürlich, fällt unter den Begriff DNA-Aktivierung. Wie gesagt, es gibt immer mehrere Wege, nicht nur einen. Dies ist jetzt der Weg nach Anne Brewer. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass hier auch gewisse Elemente fehlen, wobei das gesamte Werk sehr gut ausgearbeitet ist, muss ich dazu sagen, und man schon sehr gut damit arbeiten kann auf jeden Fall, denn wir haben nicht nur hell sehen, hell hören, sondern hell schmecken, hell fühlen, hell riechen, alle unsere Sinne, aber halt im feinstofflichen Bereich. Und hier geht es ja auch um die feinstoffliche DNA, die dann verbunden wird mit der physischen DNA. Das ist sehr spannend. Und wir haben hier bei Stufe 3 und 4, also es geht darum, diese DNA-Stränge sozusagen zu aktivieren, zu öffnen. Und wenn wir jetzt haben Stufe 3 und 4 geöffnet, also das Hellsehen und das Hellhören, Hellsehen, Hellhören,
geöffnet und das 3 und 4 bereits geöffnet wurde, dann haben wir den Kontakt zum Gentechniker, den wir aufnehmen können. Dann können wir den Kontakt zum Gentechniker aufnehmen. Der Gentechniker arbeitet nämlich am Astralkörper. Der Gentechniker, also ich kürze das ab mit GT, arbeitet am Astralkörper. Das bedeutet nachts, wenn wir schlafen. Was das genau ist, Gentechniker, das lernt man natürlich alles auch und im Bereich so einer DNA-Aktivierung, wenn man sich dafür entscheidet, dafür, dann bekommt jeder seinen individuellen Gentechniker zugewiesen. Und dieser Gentechniker arbeitet im feinstofflichen Bereich in der Nacht, wenn wir sozusagen schlafen. Das heißt, hier wird mitgearbeitet, das ist kein physischer Gentechniker, sondern das ist im feinstofflichen Bereich ein Gentechniker, der hier die Arbeit übernimmt und hier mithilft, die DNA zu aktivieren. Am Astralkörper arbeitet nachts, wenn wir schlafen, beziehungsweise wenn der Körper schläft. Genauer wird das auch noch in einem anderen Video behandelt. Dann haben wir bei Stufe 6, können wir bereits auch manifestieren. Und bei Stufe 8 können wir auch noch besser manifestieren, noch genauer und noch schneller manifestieren. Hier ist es jedoch wichtig, dass das alles muss mit dem individuellen Seelenvertrag harmonisieren, harmonisch sein. Das bedeutet, es geht ja auch um Seelenverträge und wichtig ist natürlich, den Seelenvertrag auch anzunehmen. Darum geht es auch bei der DNA-Aktivierung, das ist sozusagen der erste Schritt. Wird auch in einem separaten Video dann noch angesprochen. Das heißt, hier können wir harmonisieren auch natürlich, aber manifestieren. Und das muss mit unserem Seelenvertrag übereinstimmen. Ja, und Stufe 5 bis Stufe 7. Stufe 5 bis Stufe 7. Also von der Integration, Besitzer deiner Macht und Illusionen beseitigen. Da ist es dann so, dass der Astralkörper für 5 Tage abwesend ist. Astralkörper ist für 5 Tage abwesend und eine Kopie übernimmt die Arbeit, also eine Kopie in der geistigen Welt übernimmt die Arbeit. Das kann alles auch abgesprochen, verhandelt werden. Das ist alles kein Thema. Also das gehört im Bereich der DNA-Aktivierung auch dazu. Das sind andere Wesen, die sozusagen hier auch lernen im feinstofflichen Bereich. Also ich hoffe, ich konnte dir heute einen kleinen Einblick geben in den Bereich einer DNA-Aktivierung, was hier für 9 Schritte beinhaltet sind. Es wird auch noch weitere Videos geben, wo wir auch noch auf weitere Punkte eingehen werden. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg, viel Liebe, viel Frieden und vielleicht entscheidest du dich ja für eine individuelle DNA-Aktivierung. Bis dahin, alles Gute.